Tag 14. Ich bin Miri. Lotti ist heute natürlich auch wieder mit dabei und wir haben heute einen stehenden Flow vor uns. Das heißt, es ist ein bisschen handgelenkschonender, da wir keine Stützposition haben und unsere Hände nicht auf den Boden platzieren und nur mit unseren Füßen auf dem Boden stehen. Du brauchst heute nicht einmal unbedingt eine Yogamatte. Du kannst das Ganze auch frei einfach im Raum üben. Wir beginnen stehend. Komm gerne in die Mitte deiner Matte oder zum Anfang oder ganz egal, wo du jetzt gerade stehst, stell dich einfach hin, zieh die Zehen einmal nach oben, platziere deine Füße satt auf der Matte, spür einmal richtig bewusst, wie deine Fußsohlen hier auf dem Boden stehen, lass das Becken neutral, zieh die Schultern einmal nach oben und nach hinten weg, sodass du hier richtig schön aufrecht stehen kannst und dann schließe hier deine Augen. Bring bewusst Entspannung erst einmal in dein Gesicht, indem du eventuell deine Zunge vom Gaumen löst, deine Mundwinkel weich werden lässt, deine Wangen entspannst und auch deine Stirn. Und dann verbinden wir hier uns direkt mit unserer Atmung. Bring gerne einmal deine Hände auf deinen Bauch und dann bring die nächste Einatmung durch die Nase, durch deine Lungen, tief in deinen Bauchraum. Atme aus, spür, wie dein Nabel sich zur Wirbelsäule ranzieht und die Luft wieder ausströmt. Atme tief und gleichmäßig ein, spür, wie die Bauchdecke sich anhebt und aus, ganz vollständig. Atme ruhig und tief ein, spür, wie deine Hände sich anheben und aus, spür, wie dein Nabel sich ranzieht. Tief ein und aus. Noch einmal tief ein und aus. Bring von hier deine Hände noch einmal vor dein Herz. Lass die Augen noch ganz kurz geschlossen. Und wenn du möchtest, wiederhole auch heute wieder gedanklich deine positive Affirmation. Ich öffne mich für neue Inspiration. Ich öffne mich für neue Inspiration. Ich öffne mich für neue Inspiration. Öffne von hier deine Augen und dann lass uns beginnen. Wir beginnen, wie gesagt, stehend. Bring einmal die Arme lang nach oben, atme tief ein, zieh dich hier richtig schön in die Länge und dann verschränk einmal deine Zehenfinger und presse die Handflächen nach oben Richtung Decke. Atme tief ein, zieh dich nach links, halte hier, atme aus, atme ein, zieh dich noch ein bisschen mehr in die Länge und dann zieh die rechte Schulter nach hinten, dass du nach oben Richtung Decke schauen kannst. Atme ein, komm zurück zur Mitte, atme aus, lass die Schultern unten. Atme ein, zieh dich zur anderen Seite, schau auch hier nach oben. Ausatmen, halte noch. Atme tief ein, zieh dich in die Länge. Und ausatmen, komm zurück. Atme ein, streck dich nochmal nach oben, wenn du magst, auch leicht nach hinten. Und ausatmen, löse die Hände auf. Atme dann ein, bring die Arme über die Seiten nach oben. Und mit deiner Ausatmung, step mit deinem linken Fuß nach hinten. Und komm direkt in deinen Krieger 2. Schau, dass du deinen großen Zeh sehen kannst, dein rechtes Knie also eher nach außen geneigt ist und dein Knie über deinem Sprunggelenk bleibt. Dein Becken ist neutral, dein linker Fuß ist im 45-Grad-Winkel aufgestellt und du ziehst auch hier die Kniescheibe nach oben, sodass deine linke Fußaußenseite in die Matte presst. Bring die Arme nach rechts und links raus, schau, dass sie waagrecht sind. Schau dann nach vorne zwischen deinen Zeige- und Mittelfinger. Atme einmal tief ein, vollständig aus, setz dich tief. Atme ein, dreh deine rechte Handfläche nach vorne, schieb nach vorne und mit der Ausatmung lehn dich zurück, friedvoller Krieger. Bring deine linke Hand entweder zum Bein oder um deine Taille, in deine rechte Hüfte und schau an deinem rechten Oberarm vorbei Richtung Decke. Atme noch einmal ein, die rechte Handfläche ist zum Boden gerichtet. Atme aus, komm zurück, Krieger 2. Atme dann ein, schwing den linken Arm nach oben, stell den hinteren Fuß auf, setz dich tief, High Lunge.
Atme noch einmal ein. Und mit der Ausatmung zieh die Ellenbogen spitz nach hinten, schieb die Brust nach vorne, heb deinen Blick. Atme ein, bring die Arme wieder lang nach oben. Und mit deiner Ausatmung öffne noch einmal Krieger 2. Bleib hier tief, atme einmal ein, atme aus und dann atme ein, schwing nach vorne und ausatmen. Step mit rechts nach hinten, komm in deinen Krieger 2 auf der anderen Seite. Schau auch hier wieder, dass du vernünftig ausgerichtet bist, dass dein linkes Knie vor allem über deinem Sprunggelenk ist, nicht zu sehr nach vorne ausgerichtet, die Arme schön lang. Atme dann ein, dreh die linke Handfläche nach oben, schieb nach vorne und ausatmen, friedvoller Krieger. Bring die rechte Hand gerne in deine Taille oder entlang deines Beins. Zieh die linke Handfläche zum Boden und schau an deinem Oberarm vorbei. Atme tiefer ein und ausatmen. Zurück, Krieger 2. Atme dann ein, schwing nach vorne, setz dich tief, High Lunge. Schau auch hier, dass du deinen großen Zeh sehen kannst. Mit deiner nächsten Einatmung zieh dich lang. Ausatmen, schieb die Ellenbogen nach hinten, öffne Kaktusarm. Einatmen, lang. Und ausatmen, zurück, Krieger 2. Atme dann ein, schwing nach vorne, finde die Balance. Streck dich aus und ausatmen, Hände vor dein Herz. Von hier stell jetzt einmal deinen linken Fuß ungefähr so 50 cm nach hinten und dein hinterer Fuß ist auch hier im 45-Grad-Winkel aufgestellt. Zieh dann die linke Hüfte nach vorne, sodass du parallel zur kurzen Mattenseite ausgerichtet bleibst. Beide Beine sind lang. Zieh die Kniescheiben nach oben, lass dann die Hände in der Hüfte und dreh einmal zur Seite. Atme ein, bring die Arme einmal lang zur Seite, dreh die Daumen nach unten und mit der Ausatmung greif über deinen Rücken mit der rechten Hand deinen linken Ellenbogen und mit der linken Hand deinen rechten Ellenbogen. Zieh die Schultern nach hinten, bleib hier schön gerade. Atme tief ein, zieh die Kniescheiben hoch und dann lehn dich nach vorne. Bleib hier schön gerade, schau Richtung Boden, sodass du auch hier die Halswirbel nicht überstreckst. Und dann halte hier, spür die Dehnung, vor allem in deiner rechten Beinrückseite und probier die Schultern nochmal mehr nach hinten zu ziehen. Atme tief ein, vollständig aus. Atme dann ein, richte dich wieder auf, löse die Hände, bring sie zur Seite und dann lang nach oben. Atme ein, zieh dich noch einmal in die Länge und mit deiner nächsten Ausatmung stell dir vor, dich greift jemand an den Händen, zieht dich nach vorne, bleib hier schon gerade, lehn dich nach vorne, aktiviere deine Bauchmuskeln hier und bring dann die Arme, wenn du kannst, zum Boden oder einfach die Fingerspitzen gepointet zur Matte, zieh die Schulter nach hinten und bleib auch hier schön gerade. Vielleicht hast du aber die Flexibilität, kannst die Hände zur Matte bringen und deinen Bauch sowie deine Stirn auf deinem rechten Bein ablegen. Wenn nicht, überhaupt nicht schlimm, bleib gerne hier. Atme einmal ein, atme aus. Atme dann ein, zieh die Arme wieder nach oben und dann richte dich von hier langsam wieder auf und step nach vorne, bring die Hände in die Hüfte. Wechsel die Seite, stell den rechten Fuß ca. 50 cm weiter nach hinten auf, im 45-Grad-Winkel und die Fersen bilden eine Linie. Dreh die rechte Hüfte vor, bleib hier schön parallel. Atme dann ein, bring die Arme einmal zur Seite. Dreh die Daumen nach unten und dann greif von hier mit deiner linken Hand deinen rechten Ellenbogen, mit deiner rechten Hand deinen linken Ellenbogen. Zieh die Schulter nach hinten, aktiviere deine Beine. Schau nochmal, dass du parallel bist. Atme dann ein, zieh die Scheitelkrone nach oben Richtung Decke und dann lehn dich nach vorn. Schau zum Boden, zur Matte, gerne zu deinen Zehen. Atme einmal tief ein, zieh die Schulter nach hinten und aus. Atme ein, richte dich wieder auf, löse die Hände, bring sie zur Seite. Atme ein, bring sie lang nach oben, lass die Schultern unten. Und dann stell dir auch hier vor, dich greift jemand an den Händen, aktiviere die Kniescheiben, atme ein, zieh dich nach oben Richtung Decke und dann nach vorn. Kipp nach vorne, halte gerne hier, aktiviere deine Bauchmuskeln oder bring deine Arme gepointet
nach unten zur Matte. Oder wenn du kannst, leg deinen Bauch sowie deine Stirn auf deinem Oberschenkel und deinem Schienbein ab. Bring deine Hände zur Matte, aktiviere deine Beine hier, atme einmal tief ein, vollständig aus, atme dann ein, löse auf, bring die Arme wieder lang und komm dann nach oben, atme noch einmal ein und mit der Ausatmung step nach vorne, bring die Hände vor deinem Herzen zusammen, schütte kurz die Beine aus, schließ dann gerne noch einmal kurz die Augen. Atme einmal tief in den Bauch ein und gerne klären durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Namaste. Wenn du es nicht bereits schon gemacht hast, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du den T3N-Kanal abonnierst und die Benachrichtigung anstellst, damit du auch die zweite Hälfte unserer 30-Tage-Yoga-Challenge nicht verpasst und morgen zu Tag 15 dann wieder mit dabei bist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns morgen früh wiedersehen. Lotti bestimmt auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh.